Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Falls du diesen Kanal noch nicht kennst, dann solltest du auf jeden Fall auf Abonnieren klicken, denn hier gibt es jede Woche neue Videos zum Thema Fotografie und Bildbearbeitung. Das heutige Thema ist Aurora HDR 2018, denn heute erscheint ein neues Update zu diesem HDR-Programm und ich habe tatsächlich auch noch nie ein Video gemacht zu diesem Programm auf diesem Kanal und von daher soll das heute einmal um die Updates gehen und einmal eine kleine Einführung in dieses HDR-Programm sein. Viel Spaß! Aurora HDR 2018, was ist das eigentlich? Das ist ein HDR-Programm und HDR steht ja für High Dynamic Range. High Dynamic Range, also ein großer Dynamikumfang in deinem Foto. Wenn du jetzt ein Foto gemacht hast und dort Elemente sind, die komplett dunkel sind und andere Elemente, die komplett überstrahlt sind, weil du zum Beispiel in der Mittagssonne fotografiert hast, dann kann man mit einem HDR-Bild diese Bereiche noch retten. Das heißt, ich kann sowohl in den tiefsten Schatten Details hervorholen, als auch in den hellsten Bildbereichen. Und dafür brauche ich einfach mehrere Belichtungen von demselben Foto. Das bedeutet, ich mache ein normales Foto, ich mache eine Unterbelichtung, was also ein zu dunkles Bild ist, und ich mache eine Überbelichtung, was ein zu helles Bild ist. Und jetzt kann ich Teile nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Normalbelichtung einen Bereich habe, der zu dunkel ist in den Schatten, dann kann ich die Überbelichtung nehmen, wo diese Schatten heller sind und kann das dann zusammen kombinieren. Und dann habe ich auch die Details in den Schatten. Und genauso kann ich das auch mit den hellen Bildbereichen machen. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, was dieses Programm eigentlich genau macht und möchte dir natürlich auch am Anfang jetzt erstmal die Updates geben, denn die Leute, die das Programm schon nutzen, die sind vielleicht eher interessiert an den Updates und danach gibt es dann die kleine Einführung. Das größte Thema ist die Geschwindigkeit bei diesem Update. Also Aurora HDR 2018 wurde wesentlich schneller gemacht. Das bedeutet jetzt sowohl in der Bearbeitung als auch in den Einstellungen funktioniert das Programm jetzt wesentlich schneller. Du kannst wesentlich schneller arbeiten und damit auch effizienter sein. Auch das Öffnen der einzelnen Bilddateien funktioniert jetzt wesentlich schneller und von daher hast du auch hier nochmal mehr Effizienz. Für die Mac-Version des Programms gibt es jetzt die Integration mit dem sogenannten Loop Deck. Das ist ein physischer Regler, ein physisches Deck, eine Tastatur quasi, wo man verschiedene Regler hat, mit denen man dann seine Bilder bearbeiten kann. Falls du das noch nicht kennst, einfach mal danach googeln. Loop Deck heißt das Ganze. Und damit kann man ja vielleicht auch ein bisschen schneller arbeiten. Das Ganze ist jetzt für die Mac-Version vorhanden. Und für die Windows-Version gibt es jetzt das Rotate und Flip-Tool. Das bedeutet, du kannst deine Bilder auch drehen, spiegeln und so weiter. Das war bisher in der Windows-Version noch nicht vorhanden. Jetzt ist es soweit und damit hatte die Windows-Version auch zu der Mac-Version wieder ein Stück weit aufgeholt. Außerdem für die Windows-Version gibt es jetzt auch die Stapelverarbeitung. Das bedeutet, du kannst mehrere Bilder simultan bearbeiten und bist damit auch wesentlich schneller in deinem Workflow. Also auch hier geht es wieder um Effizienz und Geschwindigkeit. Insgesamt ist das Programm jetzt auch wesentlich stabiler geworden durch die neue Speicherverwaltung. Das bedeutet, der Speicher wird einfach effizienter genutzt. Ich bin jetzt kein Technikexperte, aber das Programm läuft dadurch wesentlich stabiler. Und außerdem unterstützt das Programm jetzt auch neue Kameras. Das war es soweit zu den Updates und jetzt lass uns mal direkt in das Programm reinschauen. Ich gebe dir jetzt mal eine kleine Einführung, wie das Ganze funktioniert. Wie HDR funktioniert, habe ich dir ja gerade eben schon erklärt und jetzt möchte ich dir das Ganze anhand eines Beispiels einfach mal zeigen. Wenn wir jetzt uns hier die Oberfläche anschauen, wirst du auch schon feststellen, dass wir hier einen ähnlichen Aufbau haben wie auch bei Lumina und du wirst dich vielleicht gar nicht wundern, das Programm Aurora HDR und Lumina 2018 kommen von demselben Hersteller, nämlich von Skylum und deswegen sieht das hier auch relativ ähnlich aus. Ich kann jetzt hier auf Bild öffnen klicken und werde jetzt hier einfach mal mir drei Bilder raussuchen. Und das ist einmal eine Minus-1-Belichtung, eine Null-Belichtung und eine Plus-1-Belichtung. Die werde ich jetzt hier einfach mal zusammen öffnen. Und Aurora HDR erkennt das dann auch automatisch, dass das hier die Minus-1, die Null- und die Plus-1-Belichtung ist. Das ist hier am Geroldsee geschossen. Und du siehst jetzt hier auch, dass dieses HDR-Bild dann aus diesen drei Fotos erstellt wird. Wenn ich jetzt Bilder gemacht habe, die nicht vom Stativ ausgeschossen werden, dann kann ich jetzt hier auch die Ausrichtung noch aktivieren. Das bedeutet, dass die Bilder dann pixelgenau übereinander gelegt werden. Wenn ich das vom Stativ aus gemacht habe, wie in diesem Fall hier, dann liegen die Bilder schon pixelgenau übereinander und ich brauche das nicht. Ich kann jetzt hier noch weitere Optionen anklicken, wie zum Beispiel die Farbrauschunterdrückung. Würde ich immer machen, ist auch standardmäßig schon angewählt. Das heißt, wenn ein HDR-Bild erstellt wird, dann entsteht auch immer ein gewisses Bildrauschen. Deswegen auf jeden Fall die Rauschunterdrückung hier aktivieren. Chromatische Aberration möchte ich auch entfernen lassen
und ich kann auch Geisterbilder reduzieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf einem Stativ fotografiere, ist das Bild ja relativ statisch, aber es können ja trotzdem noch dynamische Elemente im Bild vorhanden sein, wie zum Beispiel ein fahrendes Auto oder eine Wolke, die sich sehr schnell bewegt. Von daher kann man diese Geisterbilder dann auch reduzieren. In meinem Fall jetzt hier haben sich die Wolken nicht schnell bewegt, ein fahrendes Auto ist auch nicht mit drin, von daher brauche ich das nicht. Aber falls du mal so einen Fall hast, dann kannst du hier auch die Geisterbilder reduzieren. Ich klicke jetzt hier erstmal auf HDR erstellen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Aurora hier das fertige HDR-Bild hat. So, das Foto ist geöffnet und du siehst jetzt hier schon der Aufbau, wenn du meine älteren Videos kennst über Luminar, dass der Aufbau hier wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Bedeutet, wir haben hier in der unteren Leiste die sogenannten Presets, die wir anwenden können, um einen Start in die Bildbearbeitung zu haben. Und wenn ich jetzt hier so ein Preset wähle, dann siehst du auch, wie sich jetzt hier gleich die ganzen Regler verändern. Das bedeutet, diese ganzen Regler, also die sogenannten Filter, die hier auf der rechten Seite sind, das sind also einfach nur gespeicherte Filter. Ja? Und wir haben jetzt, wie gesagt, hier auf der rechten Seite die Filter mit den einzelnen Reglern, die wir hier dann verstellen können. Diese Regler sind eigentlich relativ selbsterklärend, weil die Namen hier sehr gut vergeben sind. Also Belichtung, wenn ich die jetzt hier zum Beispiel nach oben drehe, ja, dann wird das Bild halt heller von der Belichtung. Ne? Und genauso kann ich jetzt hier auch Kontrast hinzufügen und so weiter. Darüber habe ich die Ebenen, das heißt, ich kann auch hier mit Ebenen arbeiten, ähnlich wie in Luminar 2018. Ich kann jetzt hier also eine neue Nachbearbeitungsebene einfügen, wo ich dann hier weitere von diesen Filtern anwenden kann. Ich kann auch eine neue Bildebene einfügen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch den Himmel austauschen möchte, dann kann ich auch das noch tun mit einem anderen Foto. Ich kann auch die Originalbildebene hinzufügen. Oder ich kann auch eine neue HDR-Belichtungsebene hinzufügen, wo ich dann nochmal die Einzelbilder hier habe, die ich anwählen könnte. Das soll aber jetzt von den Ebenen her gar nicht weiter interessant für uns sein in diesem Video. Da kann ich gerne nochmal ein extra Video zu machen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn da Interesse besteht, wenn ich mehrere Videos zu dem Programm Aurora HDR machen soll. Ansonsten schauen wir jetzt einfach mal, wie wir dieses Bild hier noch so ein bisschen bearbeiten können. Ich bin ja immer so ein Freund davon, von realistischen Looks. Ich mag nicht so diesen typischen HDR-Look. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal HDR-Look 1 oder 2 anwähle von den Presets, dann siehst du schon, was passiert. Das Ganze sieht relativ unrealistisch aus. Außerdem kriegen wir hier sehr viel Bildrauschen und ich bin einfach kein großer Freund davon. Du siehst jetzt aber auch, wie sich jetzt hier diese Regler verändert haben. Das bedeutet also, das war hier einfach nur so eingespeichert. Ich kann jetzt hier auch mal den HDR-Look 2 machen. Das ist ein bisschen heller, aber vom Look her gefällt mir das nach wie vor nicht. Ich bin eher ein Freund davon, zum Beispiel Fix Deep Shadows. Das sieht doch schon ein bisschen realistischer aus. Wir haben hier einfach die Schatten ein bisschen aufgehellt und so weiter. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich muss sagen, Realistic, wie der Name schon sagt, sieht halt einfach ein bisschen realistischer aus. Und das ist für mich auch so der Startpunkt, den ich gerne nehmen würde. Du siehst jetzt hier auch in den Reglern, es ist gar nicht viel passiert. Also die Lichter wurden ein bisschen reduziert und ein bisschen Kontrast wurde hinzugegeben. Ansonsten ist da gar nicht viel passiert. Ein ganz bisschen Sättigung dazu. Das war es auch schon. Wenn ich jetzt hier ein Preset anwähle, kann ich das Ganze hier auch in der Stärke noch verändern. Also wenn mir der Look jetzt hier nicht ganz so doll gefällt, dann kann ich das hier auch in Prozentzahlen runternehmen. Brauche ich in dem Fall aber nicht, weil ich jetzt hier damit noch weiterarbeite. Also das ist jetzt hier mein Startpunkt und ich kann jetzt hier reingehen und die einzelnen Regler noch verändern. Ich möchte jetzt hier einfach die Belichtung noch ein bisschen weiter nach oben ziehen, um das ganze Bild noch so ein bisschen heller zu machen. Auch den Kontrast möchte ich noch weiter nach oben ziehen. Ich möchte hier ein schön kontrastreiches Foto haben. Ungefähr so sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Die Lichter kann man noch ein kleines Stück weiter runterziehen, finde ich, damit wir hier noch ein paar mehr Details drin haben. Genauso finde ich jetzt hier den Bereich im Himmel noch ein bisschen zu dunkel. Im Gegensatz zu dem Rest hier, das sieht einfach noch ein bisschen unrealistisch aus. Deswegen werde ich jetzt hier die Schatten auch noch ein bisschen aufhellen. Dadurch wird auch das Haus noch ein bisschen mehr detailreich. Genauso sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Das Blau gefällt mir hier immer noch nicht ganz so gut. Deswegen werde ich jetzt hier mal weiter nach unten gehen. Und hier gibt es die HSL-Tabelle. Und wenn du meinen Kanal schon kennst aus Lightroom-Zeiten bzw. auch aus Luminar, da gibt es jetzt hier die Möglichkeit, die einzelnen Farbkanäle anzusteuern. Sowohl im Farbton, den kann ich verändern, ich kann die Sättigung verändern und ich kann auch die Helligkeit, also die Luminanz verändern. Und ich möchte jetzt hier die Sättigung von den Blauwerten mal so ein bisschen rausnehmen, denn das ist mir ein bisschen zu viel. Und genauso gut möchte ich jetzt hier auch die Helligkeit ein bisschen nach oben ziehen. Und einfach, um das Ganze hier noch so ein bisschen anzugleichen. So sieht das Ganze schon wesentlich realistischer aus und ich denke, das passt auch so ganz gut. Dann habe ich hier noch weitere Regler, ganz viele sogar. Ich möchte die Sättigung hier, möchte ich nicht weiter nach oben drehen, eher so ein bisschen rausnehmen. Ich bin so ein Freund davon, nicht zu gesättigt das Ganze zu machen. Gerade in so einem HDR-Look ist das relativ schnell passiert, dass man da ein sehr gesättigtes Bild hat.
Das brauche ich in dem Fall gar nicht. Jetzt gibt es hier noch einen Regler HDR verbessern. Wenn ich den nach ganz oben drehe, siehst du auch schon, kommt wieder dieser HDR-Look zustande. Das möchte ich nicht so doll, aber so ein ganz kleines bisschen. So ungefähr 10, 9, so in der Art, passt hier in dem Bild schon ganz gut. Dann gehe ich hier weiter nach unten. Ich kann hier auch noch einen Farbkontrast einstellen. Du siehst schon, was hier passiert. Also ich kann das Ganze hier vom Look noch ein bisschen verändern. Ich kann hier so, ja, es passiert einfach, ein bisschen mehr Sättigung kommt rein und ein bisschen mehr Kontrast insgesamt. Gefällt mir so ganz gut. Packe ich hier mal auf 10. Dann gibt es die HDR-Rauschunterdrückung. Auch die werde ich hier noch so ein bisschen nach oben stellen. Ich packe da immer so ungefähr 20 drauf, weil natürlich, wenn du ein HDR stellst, auch immer ein gewisses Bildrauschen entsteht. Und das kann man verhindern, indem man hier die HDR-Rauschunterdrückung aktiviert. Ich kann auch das Bildleuchten hier noch einstellen. Ich packe auch mal auf 100%, dann siehst du, was passiert. Das ist hier so ein dreamy Look irgendwie. Gefällt mir jetzt auch nicht ganz so gut, aber so ein bisschen. Ja, also ich werde diese Regler einfach alle immer nur so ein bisschen anwenden. Und dann sind die Effekte meistens sehr viel besser. Deswegen jetzt hier die Stärke auf ungefähr 10 stellen und dann hat man ein ganz gutes Ergebnis. Ja, das war's soweit. Ich denke mal, hier kann man jetzt das ganze Bild erstmal so lassen. Ich finde es schon vom Ergebnis sehr, sehr gut. Ich zeige jetzt mal ganz kurz noch oben hier die Leiste. Also das ist auch ähnlich wie Lumina 2018. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Preset-Leiste ausblenden und wieder einblenden. Ich kann auch hier meine Filter ein- und ausblenden, wenn ich das brauche. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auch das Bild noch zu beschneiden und zu rotieren und so weiter. Ich habe hier die Möglichkeit, meine einzelnen Bearbeitungsschritte rückgängig zu machen. Also ich kann hier den Verlauf mir anzeigen. Ich kann jetzt hier auch einzeln die Bearbeitungsschritte zurückgehen. Ich kann hier in das Bild rein- und rauszoomen. Und ich habe hier die Möglichkeit, eine Vorher-Nachher-Ansicht zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dieses Augensymbol klicke und gedrückt halte, dann siehst du, wie das Bild vorher aussah. Das war unser Ausgangsmaterial. Das hat das Programm daraus gemacht. Wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Ergebnis. Also Aurora HDR, tatsächlich ein Programm, was man hier sehr, sehr gut verwenden kann für dieses Foto. Und ich kann auch daneben hier mir noch das Vorher-Nachher anzeigen lassen mit einem Schieberegler dazwischen, wo ich das Ganze auch nochmal vergleichen kann. Also eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich finde dieses Programm absolut klasse. Es wird in Zukunft auch öfter von mir verwendet werden. Und wenn ihr wollt, gibt es dazu auch weitere Videos. Ihr könnt dieses Programm auch kostenlos testen. Es gibt eine kostenlose Testversion. Dazu gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr mal draufklicken könnt. Das kostet euch nichts, es ist ein Affiliate-Link. Ich kriege eine kleine Provision dafür, du unterstützt damit meinen Kanal und ich denke, somit ist jedem ein bisschen geholfen. Auch wenn du das Programm dann in der Vollversion kaufen möchtest, habe ich da noch was für dich. Und zwar gibt es unter dem Link auch nochmal einen kleinen Code. Und den kannst du verwenden, um $10 Rabatt zu bekommen. Du musst allerdings über diesen Link gehen, um diesen Rabattcode verwenden zu können. Das ist so eingestellt und deswegen wundere dich nicht, es funktioniert wirklich nur, wenn du auch über den Affiliate-Link gehst. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Programm, mit dem Ausprobieren. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen oder Anregungen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!